So, zweiter Anlauf für diesen Tag. Ich habe gerade ärgerlicherweise mit manuellem Fokus gefilmt und das ist natürlich alles unscharf gewesen, keine Ahnung warum. Ich wollte mich noch zeigen. Olli hat mir hier heiße Ware mitgebracht. Endlich die guten Sennheiser-Mics. Die sind richtig, richtig eine Wucht, denn normalerweise filme ich immer mit dem Rode SmartLav. Das ist auch super, aber das kannst du halt nur in ein Smartphone reinstecken. Und jetzt, wenn ich die Kursvideos drehe, ist es halt recht unpraktisch so. 25 Videos, halt die Audiospur zu haben und die Videospur, die zusammenzufügen, ist eigentlich nicht für Arbeit, aber bei 25 Videos macht es das dann doch schon aus. Und jetzt, morgen mache ich ja weiter mit dem YouTube-Kurs und dann kann ich dann die Dinger verwenden, kann die direkt nämlich in die gute 700D reinstecken und das ist eine wahre Freude, dann habe ich gleich den guten Ton zusammen. Die sind glücklicherweise Dauerleihgabe von meinem Papa, der braucht die nämlich nicht. Ich würde mir die sonst niemals kaufen, die kosten irgendwie um die 700 Euro. Das ist eigentlich viel zu krass. Aber wir haben auch noch die hier, die sind eigentlich auch ziemlich gut, die haben wir uns selber geholt. Atzen heißen die, WM Pro. Die sind von Amazon, ich glaube um die 200 Euro haben die gekostet. Und die können eigentlich ziemlich das gleiche. Die sind hier von der Wertigkeit so ein bisschen plastikmäßig, aber die machen auch einen guten Ton. Ich glaube, das ist das günstigste, was du so an so einem Funkmikro bekommen kannst, weil das ist mir eigentlich auch recht wichtig, dass du halt kein Kabel zur Cam hast, sondern das ist halt wirklich ein Funkding. Steckst du dir hier ran, das Ding in die Hosentasche und dann das andere wird in die Kamera reingeplackt und dann funktioniert das ganz gut. Ich packe euch da unten mal den Link rein, wenn ihr ein Mikro direkt für eine DSLR braucht, dann ist das Ding, glaube ich, ganz gut. Genau, und dann habe ich jetzt endlich noch die zweite Speicherkarte bekommen, denn ja, ich habe bisher nur eine gehabt und das kann ich halt nur hier filmen und jetzt kann ich aber sozusagen hier drin auch noch filmen und deswegen kann ich euch dann so einen kleinen Einblick schon mal in den Kurs geben, schon mal ein bisschen in den Videos reingucken lassen. Das wird cool. Morgen geht's weiter und jetzt werde ich aber erstmal schnell mich in die Küche bewegen und ein bisschen Essen machen, denn das Picknick geht schon in, was haben wir jetzt, 10.50 Uhr. Um 12 Uhr treffen wir uns schon. Vorräte sind jetzt nicht überüppig, aber nicht so übel, glaube ich. Wir machen einfach ein bisschen irgendwie Gemüse. Hier haben wir noch Tomate, Paprika, Champignons. Machen eine leckere Guacamole aus den tausenden Avocados, die wir noch haben. Und dann irgendwie noch was Obstiges. Werden schon irgendwas finden. Okay. Zack, Seite ist geladen. Da ist der Channel seit knapp einer Woche. 6 Videos sind schon online. Ja. Sehr, sehr schick, Olli. Guck mal vorbei. Facebook-Seite. Ah, keine Link-Posts. Video für heute ist auch schon am Hochladen. Hast du schon gemacht? Ja, sehr, sehr gut. Da ist jemand fleißig unterwegs. Guck da vorbei. Kurze Videos, 2-3 Minuten jeden Tag. Ich schwitze schon vom Reden hier. Wir müssen jetzt unbedingt raus. Tschüss, Olli. Ciao. Bis morgen. So, nachdem wir jetzt 500 Umwege gefahren sind, so, einmal zu spät vergessen auszusteigen, dann kam die Bahn nicht und jetzt sind wir, glaube ich, nur eine Stunde später als eigentlich geplant, so, war eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Jetzt haben wir es aber, glaube ich, gleich geschafft. Wir haben es geschafft, endlich, sauber. Gucken, ob es noch was zu essen gibt. Alles schon mal. Yes! Besser spät als nie. Hallo! Ja. Ja. Boah. Haferflocken und Pekannüsse, glaube ich. Oh, what? Und oben sind Datteln und Paranüsse. Ich werde ihn mal für dich testen. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ich habe in meinen Schrank geguckt und geguckt, was ich noch da habe. So mache ich das auch immer mit Kuchen. Geil. Und wir haben noch diese Ananas bekommen, oder ich habe die bekommen. Ja, diese halbe, ne? Die war so gut. Echt? Ja, ich habe es gar nicht erwartet, aber die war so gut. Dankeschön. Ja. Und er sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Boots. Dankeschön. Ja, das gibt wieder Keksrolle. Ja, aber die Kekse habe ich nicht die gleiche gefunden, also das schmeckt ein bisschen anders. Okay. Aber schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Geil. Ich finde, es schmeckt noch besser als beim letzten Mal. Oh, ja, falsch. Oh, das sieht lecker aus. So, du bist ein Genie. Die sind so gut. Ja.
aus? Nein, sie sind alle. Nein. Mein Fuß will auch mit drauf. Ja, herzlich willkommen. Was sind eigentlich diese schwarzen Dreckkrümel in dem Obstsalat? Dreck, die hat mich auch nicht abgewaschen, hat sie schon gesagt. Ich bin so ganz runtergefallen. Auf dem U-Bahnhof, ne? Jetzt weiß ich, warum ich den Obstsalat nicht genommen habe. Ich bin auf dem Alexander. Genau. Ist natürlich Vanille, ne? Also, ja, ja. Sagen wir, es wäre Vanille und knirschen mit den Zähnen. Oh, ein Igel. So, ihr Lieben, lange nicht gesehen, beziehungsweise für euch natürlich erst gerade eben. Mir ist nämlich auf dem Picknick blöderweise der Akku abgekackt und mir ist das allererste Mal passiert, seitdem ich die Cam habe, dass ich vergessen habe, nachts den Akku zu laden, den Ersatzakku, und somit hatte ich keinen mehr und somit konnte ich nicht mehr weitermachen. Und das ist ein bisschen schade, aber so ist das halt einfach. Jetzt habe ich den Akku wieder geladen, jetzt bin ich natürlich wieder am Start, bin jetzt zu Hause, ist jetzt irgendwie so ein bisschen um 7. Picknick war auf jeden Fall richtig schön, wieder richtig, richtig viele coole Leute und ja, mit Sophia und mit Melina und mit Kim und mit all den anderen, und es macht einfach immer wieder eine Freude, sich mit tollen Menschen zu umgeben. Ja, jetzt werde ich ein bisschen was arbeiten, werde wahrscheinlich anfangen, die Videos, die ich gestern gedreht habe für den YouTube-Kurs, schon mal zu schneiden, schon mal ein bisschen zu bearbeiten, schon mal klar zu machen. Dadurch, dass ich will jetzt nicht krass in den Rückstand kommen, denn morgen kommen ja wieder die nächsten 25 und wieder und wieder und wieder. Ich will nicht am Ende dann 100 Videos am Start haben, sondern jetzt schon mal so ein bisschen aufschließen. Das werde ich jetzt machen. Ja. Bevor ich jetzt allerdings loslege, gibt es erstmal einen kleinen Snack. Ich habe nämlich jetzt Hunger, zwar Picknick viel gegessen, aber jetzt schon hier ein paar Sachen gemacht und jetzt habe ich wieder ein bisschen Hunger und ich werde jetzt mal die restlichen Kirschen, die ich noch habe, ist jetzt bestimmt noch ein Kilo, aber die sind halt jetzt schon 2 Tage alt und weil ich die gekauft habe, waren die auch schon ziemlich reif und jetzt ist bestimmt die Hälfte matschig. Jetzt werde ich die mal aussortieren, mal gucken, was davon noch geht und dann eine kleine Kirschen-Session einlegen. Yummy! Sind jetzt doch noch ziemlich viele übrig geblieben. Sau schön. Die werde ich jetzt wahrscheinlich nicht alle vertilgen, aber ey, einfach so krass. Ich werde übermorgen am Dienstag gehen wir wieder zum Markt und ich habe es ja hier vorgestern erzählt, also ich habe einfach 5 Kilogramm Kirschen für 4 Euro bekommen. Werde ich mir auf jeden Fall am Dienstag wiederholen. Kirschen sind einfach das Leckerste. Ich weiß, das sage ich bei vielen, vielen verschiedenen Obstsorten, aber Kirschen sind wirklich einfach das Leckerste. So ihr Lieben, bevor ich mich jetzt an die Arbeit setze, habe ich natürlich noch den heutigen Content-Part für euch. Und heute habe ich einen ganz besonders lustigen Spot. Und zwar, ich sitze jetzt hier gerade auf meiner Fensterbank. Und alle Leute, die Höhenangst haben, die sollten jetzt am besten mal ganz kurz 5 Sekunden vorspulen, denn sonst könnte es ein bisschen unangenehm werden. Hier ist es nämlich ziemlich, ziemlich steil. genau, legen wir los. Heute, was machen wir heute? Genau. Heute möchte ich gerne mal darüber sprechen, bevor ich jetzt allerdings loslege, muss ich mal mein Mikro ausrichten. Ich probiere nämlich gerade mal was Neues aus. Normalerweise stecke ich mir das Mikro immer hier ran, aber ich habe in letzter Zeit immer mehr gemerkt, dass wenn das Mikro hier steckt, dann, das Mikro nimmt ja sozusagen in die Richtung auf, in die es zeigt. Und ich spreche ja nach vorne. Und dadurch, dass das Mikro aber hier aufnimmt, war das immer so ein bisschen beim Content-Part sehr, sehr guter Ton von der Qualität her, keine Umgebungsgeräusche und so. Aber es war immer so ein bisschen dumpf und so ein bisschen leise, habe ich das Gefühl gehabt. Deswegen probiere ich jetzt mal was Neues aus. Und jetzt habe ich das Mikro mir mal hier an die Kamera geklemmt. Das zeigt jetzt genau in meine Richtung.
Und ich glaube, das wird dafür sorgen, dass der Ton noch ein bisschen besser ist. Und das ist natürlich auch viel praktischer, wenn ich jetzt Videos mit Gast mache. Dann muss ich mir das hier nicht auf die Schulter klemmen und so, sondern das können wir einfach auf die Kamera machen, dann sind beide gleich laut. Deswegen werde ich das jetzt mal testen. Aber genug gequatscht, legen wir los. Was wäre, wenn von heute auf morgen mein YouTube-Kanal geschlossen werden würde? Das ist eine Frage, die bekomme ich oft gestellt, weil viele Leute so ein bisschen Angst haben, so alles auf eine Karte zu setzen und so eine Plattform rauszusuchen, da so richtig all in zu gehen und zu sagen, okay, YouTube ist genau mein Ding, da gehe ich voll rein, so ein bisschen Facebook, ein bisschen Instagram mache ich auch noch, aber YouTube ist so mein Number One. Und da haben sie Angst, weil was passieren würde, wenn von heute auf morgen das alles geschlossen werden würde. Und dazu möchte ich gerne mal sagen, dass eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, mir diese Vorstellung gar nicht mal so schlimm klingt, weil ich nämlich weiß, dass ich im Laufe der Zeit, jetzt die ich diese Videos mache, so viele Skills mir angeeignet habe, die mir letztendlich genau niemand wegnehmen kann. Die sind alle in mir drin, wie ich Videos drehe, wie ich Videos schneide, wie ich vor der Kamera spreche, wie ich einfach meine Gedanken zum Ausdruck bringe, wie ich ein gutes Video strukturiere. All diese Dinge, die sind halt einfach in mir drin und die können überhaupt nicht weggehen. Die kann keiner löschen oder die kann keiner blockieren oder was weiß ich. Die habe ich halt einfach. Und wenn jetzt von heute auf morgen YouTube sagen würde, sie löschen meinen Kanal, dann wäre das zwar natürlich ein bisschen blöd, aber ich weiß, dass ich in noch viel kürzerer Zeit, als ich das jetzt geschafft habe, wieder zu genau dem gleichen Standing kommen kann, weil ich halt einfach die ganzen Learnings, die ich auf dem Weg gemacht habe beim Aufbau des Kanals, die sind halt alle immer noch da. Und ich könnte so ein paar bestimmte Dinge, die ich vielleicht gemacht habe, die nicht so gut waren, die könnte ich einfach weglassen, mich auf das fokussieren, was wirklich dafür gesorgt hat, dass es gut abgegangen ist. Und deswegen mache ich mir eigentlich gar nicht so wirklich viele Gedanken um die Zukunft. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Wenn ihr es nämlich schafft, diese Sicherheit und dieses Vertrauen in eure eigenen Skills zu haben, dann müsst ihr euch gar nicht so viele Gedanken um die Zukunft machen, weil ihr wisst, egal was passiert, ihr werdet immer, immer besser. Und wer immer, immer besser wird, wird auch immer, immer erfolgreicher. Und da können einem irgendwelche Steine in den Weg geworfen werden. Das wird das Wachstum oder das wird das Vorankommen vielleicht ein bisschen aufhalten. Aber letztendlich, wer sich immer weiterentwickelt, der kommt irgendwann immer nach oben. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und deswegen macht mir diese Vorstellung, jetzt unabhängig von YouTube angenommen, es ist jetzt recht unwahrscheinlich, aber angenommen von heute auf morgen, sagt ihr alle, die diese Videos schaut, sagt so, interessiert mich nicht mehr, kein Bock mehr drauf. Alle deabonnieren den Kanal, ich stehe von heute auf morgen bei 0 Abonnenten da und ist alles weg. Irgendwie, so komisch es klingt, ist diese Vorstellung gar nicht mal so schlimm, weil, wenn ich so dran denke, ich war schon früher so, dass wenn ich jetzt irgendwelche PlayStation-Spiele gespielt habe oder sowas, dann habe ich es immer geliebt, so richtig hochzukommen, so richtig viele Level aufzusteigen, richtig krass zu werden und dann den Speicherstand zu löschen und wieder komplett von vorne anzufangen. Weil dann kann ich nämlich all die Dinge, die ich gelernt habe, von den verschiedenen Leveln, von den verschiedenen Dingen, die ich einfach auf dem Weg mitgenommen habe, kann ich dann sozusagen in die Waagschale werfen und von null starten und einfach noch viel schneller vorankommen. Und genauso, da bin ich mir sicher, dass das jetzt auch der Fall ist, wenn ihr von heute auf morgen sagen würdet, so Robert, nee, sag mal, interessiert mich überhaupt gar nicht mehr, digitale Tomatennummern, so, kennst du in der Pfeife rauchen so, dann wäre ich zwar wahrscheinlich schon erstmal so ein, zwei Tage ein bisschen geschockt und würde mir denken, so krass, was geht ab, aber letztendlich würde es mich gar nicht so krass schocken, weil ich halt einfach weiß, ich könnte das wieder von vorne starten. Und ich habe so viele Dinge gelernt in Bezug auf Online-Marketing, in Bezug auf Videos, in Bezug auf Social Media. Und die bleiben mir, diese ganzen Skills, die bleiben mir halt einfach erhalten. Und das ist auch der Grund, warum ich werde immer wieder gefragt, dass mein erster Blog und mein erster YouTube-Kanal war das Rohkost 1x1 für die Leute, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Und da habe ich halt Leuten gezeigt, wie sie schaffen, mehr und mehr rohvegane Nahrung in ihren Speiseplan zu integrieren. So. Und das Projekt habe ich dann nach ein und ein Vierteljahr ungefähr, habe ich das auf Eis gelegt und mache da jetzt aktuell nichts mehr. Und obwohl das super, super erfolgreich war, der Blog hatte zeitweise über 30.000 monatliche Besucher, der YouTube-Channel steht bei 6.500 Subscriber, also richtig, richtig gut. Und da war voll das Potenzial, aber trotzdem habe ich gesagt, ich lege das auf Eis und fokussiere mich jetzt auf das Neue, auf das Business 1x1, was noch kleiner ist und was weniger Kohle bringt und was weniger erfolgreich ist. Aber das ist das, wo ich noch ein paar mehr Prozent für brenne. Und deswegen habe ich recht schnell diese Entscheidung getroffen und habe sie auch kein einziges Mal bereut, weil ich all die Dinge, die ich beim Aufbau meines Rohkost-Blogs und Rohkost-Kanals gelernt habe, jetzt mitnehmen kann und jetzt sozusagen da richtig abgehen kann. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie schnell das wächst, so in den, ist jetzt ungefähr 5 Monate her, dass ich den Kanal gestartet habe. Jetzt mittlerweile sind wir schon über 2100
YouTube-Abonnenten, richtig viele Aufrufe täglich, richtig viele Kommentare. Wenn ich mir das Verhältnis von Kommentaren zu Aufrufe angucke, ich kenne nicht viele Kanäle, die auf die Anzahl an Aufrufen so viele Kommentare bekommen. Also deswegen, ihr Lieben, fettes Dankeschön nochmal an euch, dass ihr so fleißig dabei seid. Das bedeutet mir echt richtig, richtig, richtig viel. Und das ist mir mit das Allerwichtigste, dass ihr das auf Facebook shared und Daumen nach oben gebt und so weiter. Das ist mir gar nicht so wichtig, solange ihr Kommentare, immer Feedback, dass ich immer direkt sehe, was das Video für euch gebracht hat. Konntet ihr was draus ziehen? Konntet ihr vielleicht auch nichts draus ziehen? Weiß ich, in welche Richtung ich in Zukunft mehr gehen kann. Das ist mir wirklich wichtig, den Austausch da mit euch am Start zu haben. Und das sind alles Dinge, die ich einfach mitnehmen kann. Und deswegen, wenn jetzt von heute auf morgen die Welt zusammenbrechen würde und es würde nicht mehr funktionieren, so, ich wüsste, dass ich in noch kürzerer Zeit wieder zu dem gleichen Level kommen kann. Und deswegen schockt es mich nicht. Und ihr Lieben, spielt mal so ein bisschen mit dem Gedanken. Durchdenkt es mal, fragt euch mal, wäre es denn wirklich so schlimm, wenn das jetzt irgendwie alles einbrechen würde, wenn das alles nicht mehr funktionieren würde? Und wenn ihr zu dem Entschluss kommt, dass es eigentlich gar nicht so wild ist, dann nimmt das ziemlich, ziemlich viel Druck von euren Schultern. Eine der Inspirationen zu diesem Video war ein Zitat vom guten Andrew Carnegie, was ich letztens gelesen habe. Ich kann das jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber es war im übertragenen Sinne sowas wie, ihm ist es eigentlich ziemlich egal, wenn ihm alles, seine ganzen, vielleicht kurze Einordnung, Andrew Carnegie für die Leute, die ihn nicht kennen, war, hat der Typ eigentlich gelebt? Ich weiß es gar nicht so ganz genau, ehrlich gesagt, aber er war einer der reichsten Männer Amerikas und einer der reichsten Männer der Welt, und er hat halt so ein Imperium aufgebaut, und letztendlich hat er dann aber gesagt, so, wenn ihm das alles genommen wird, es ist eigentlich gar nicht so wild, weil er weiß, dass er in ein paar Jahren harter Arbeit wieder genau zu diesem Punkt kommen kann, weil er all das, was er gelernt hat, das kann man ihm nicht wegnehmen. Niemand kann einem die Erfahrungen, die Skills, die man bisher gesammelt hat, die kann man einem nicht wegnehmen. Die sind immer, immer da, und wenn quasi all das, was weggenommen werden kann, weggenommen wird, dann ist es gar nicht so wild, weil durch die Skills kann man sich das alles wiederholen. Ihr macht euch nicht so viele Gedanken, all das, was ihr auf eurem Weg bis jetzt gelernt habt, das bleibt euch, das kann man nicht wecken, das bleibt euch einfach, und das sorgt dafür, dass ihr immer, immer besser werdet, und auch wenn jetzt ihr einen neuen Weg einschlagt und wenn ihr jetzt an den Punkt kommt und sagt so, ah, mein YouTube-Kanal zu dem Thema XY, brenne ich nicht mehr so für, ich würde lieber was anderes machen, dann macht es einfach. Habt nicht Angst davor, irgendetwas wegzuwerfen oder sowas. Es ist nie umsonst. Man hat so viele Dinge gelernt, die könnt ihr ins neue Projekt reinstecken, auch wenn es um ein komplett anderes Thema geht oder so. Das ist egal. Die ganzen Skills könnt ihr einfließen lassen, und deswegen macht euch da nicht so verrückt. Fleißig am Fürschen, Kirschenmampfen, will ich euch natürlich noch zwei geile Dinge kurz einmal zeigen. Und zwar, Mittwoch ist schon das nächste Webinar wieder. Let's Talk Business Live Nummer 6. Leute, wir sind schon beim 6. Richtig, richtig cool. Mittwoch, 8. Juli, das ist jetzt diese Woche ab 19 Uhr. Setzen wir uns wieder zusammen, machen es uns gemütlich. Ihr könnt all eure Fragen rausballern, worum auch immer es geht, rund um YouTube und um Facebook und um Social Media und um Blogs und um Kirschen essen und um Reisen und um Fotografie und Design, Videos schneiden und was auch immer ihr alles wissen wollt, wie man Geld verdient. Und egal was ihr habt, haut da gerne raus. Ihr könnt all eure Fragen mit einbringen. Für alle, die jetzt schon beim Webinar die letzten Male dabei waren, so, wissen, ist eine geile Runde, macht viel, 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 viel Spaß. Und alle Neulinge sind natürlich auch herzlich willkommen, ist komplett kostenlos, müsst gar nichts machen, nur auf die Seite, die ich euch unten drin verlinke, einmal raufklicken, dann da eintragen mit der E-Mail-Adresse, dann bekommt ihr Zugangsdaten, und dann kann es am Mittwoch auch schon losgehen. Richtig nice, ich freue mich drauf, es sind schon ziemlich viele angemeldet, aber ist natürlich noch Platz für mehr. Und Nummer 2, und das ist noch das eigentliche Highlight, guckt euch das an, 100. Tomatenshow, nicht mehr lange. Leute, 19 Tage, 13 Stunden, Gott, wie ich mich freue, ey, ich freue, es wird echt... Es wird, glaube ich, bisher dieses Jahr, es gab schon richtig, richtig viele Highlights. Auf jeden Fall schon Barcelona und schon Gran Canaria und war schon Prag Raw Fest und es war schon DNX und so viel coole, coole Sachen. Demnächst gibt es noch nach Bali und jetzt gerade in Berlin ist auch nice. Aber die 100. Tomatenshow wird eines der Highlights des Jahres. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt gerne mal auf der Page vorbei. Da erfahrt ihr alle weiteren Infos, wer am 25. Juli, das ist jetzt Sonntag in 3 Wochen knapp, in Berlin ist oder Umgebung kommt oder... Richtig geil. Es gibt schon eine ganze Menge Tomaten, die jetzt gesagt haben, sie kommen extra her. Es gibt schon Leute, die extra aus Köln kommen, Leute, die extra aus Bremen kommen. Einmal komplett durch die ganze Republik für die Tomatenshow. Das freut mich riesig, ihr Lieben. Danke an alle, die sich schon angemeldet haben, die schon ihr Ticket gesichert haben. Guckt mal hier auf der Page vorbei. Ich verlinke sie auch nochmal unten drin. Könnt ihr euch nochmal hier das Video hier
könnt ihr mir direkt auf die Nase klicken sozusagen und das Video einmal angucken. Der Plan ist folgender, wir treffen uns im Veganz, 10 bis 15 Uhr, gemütliche Brunchrunde, ein bisschen plaudern, ich werde ein bisschen Rahmenprogramm vorbereiten, wir werden ein paar klitzekleine Vorträge hören, das wird ziemlich cool. Und ja, aber wie gesagt, es gibt leider nur begrenztes Platzkontingent, dadurch, dass der Raum einfach nicht unbegrenzt groß ist. Sichert euch schnell euer Ticket, wenn ihr dabei sein wollt. Es sind schon einige weg, aber auch noch einige da. Deswegen, sichert euch euer Ticket, könnt ihr auf der Seite holen. Und für alle Leute, die aber vormittags noch keine Zeit haben oder kein Ticket mehr bekommen haben oder sowas, anschließend treffen wir uns noch im Park, können noch ein bisschen gemütlich chillen und noch ein bisschen Früchte mampfen und so. Das wird auch sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, das erfahrt ihr alles auf der Seite. Guckt unbedingt vorbei, wenn ihr das epischste Event des ganzen Jahres nicht verpassen wollt. Dann kommt er nach Berlin. Wie gesagt, es gibt auch viele, die jetzt extra anreisen. So. Ist gerade in der Planung irgendwie gemeinsames Airbnb für alle und so. Also da werdet ihr auch eine Unterkunft finden oder postet in die Facebook-Gruppe. Der Link ist auch ebenfalls auf der Page, ob euch jemand irgendwie auf dem Sofa nächtigen lässt. Es sollte nicht letztendlich an der Umsetzung scheitern, wenn ihr wirklich Bock habt, vorbeizukommen. Es lohnt sich. Und es ist übrigens Samstag, nicht Sonntag. Ich weiß, glaube, ich habe gerade Sonntag gesagt. Samstag, der 25. Juli. Aber wie gesagt, guckt da unten rein, da ist noch alles dabei. Ich werde jetzt ein bisschen weiter arbeiten. Fange jetzt nämlich gerade mal an, die Videos zu cutten. Hier ist schon das erste am Schneiden. Das ist nämlich das allerintroste Intro. So sieht es hier aus. Das exportiert jetzt gerade. Und ich habe jetzt gerade mal ausgerechnet, dass das echt ziemlich viele Videos werden und die ziemlich groß werden und vor allem auch das Hochladen jetzt in den nächsten 2 Wochen zusätzlich zur normalen Tomatenshow jede Nacht. Wird tricky, deswegen fange ich jetzt rechtzeitig mal an, werde heute mal schon möglichst viele Videos fertig schneiden und die dann hochjagen, damit ich dann nicht allzu sehr im Verzug bin. So, ich habe jetzt die ganze Zeit hier echt produktiv so eine ganze Menge gewerkelt. Ich habe jetzt mittlerweile schon 5 Videos habe ich jetzt schon fertig geschnitten. 2 sind jetzt schon hochgeladen, die anderen kommen nachher noch. Und ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen auf jeden Fall. Ich werde jetzt allerdings erstmal, ist jetzt gleich schon 10, damit ich hier nicht mich gleich mit meinen neuen Nachbarn direkt mal verkrache, mache ich mir jetzt noch ein Aprikoseneis, das hatte ich auch gestern schon, das ist übelst lecker, einfach Aprikosen frieren und die dann einfach mixen, richtig lecker, wenn man keine reifen Bananen hat, dann ist das eine ziemlich gute Alternative, ziemlich fruchtig und das mache ich jetzt schon mal, das esse ich zwar jetzt noch nicht, aber damit ich nicht um 11 mixe und mir hier gleich mal irgendwie Feinde mache, mache ich das jetzt gleich mal. Bevor ich das allerdings mache, gibt es heute mal wieder die Frage des Tages. Ihr Lieben, wir hatten schon lange keine Frage des Tages mehr. Heute kommt die Frage des Tages von der lieben Selina. Und Selina hat nämlich eine sehr, sehr coole, sehr, sehr philosophische Frage gestellt. Und zwar, sie hat gefragt, wie es Menschen schaffen, so ihr ganzes Leben oder einfach so lange Dinge zu machen, die sie gar nicht erfüllen, beispielsweise in einem Job zu bleiben, den sie irgendwie ätzend finden, der sie nervt, aber trotzdem kommen sie nicht ins Handeln. Selina sagt, für sie kostet es eigentlich viel, viel mehr Anstrengung, gegen ihren Willen und gegen ihre Bestimmung zu handeln und in irgendetwas drin zu bleiben, als letztendlich ihr eigenes Ding zu machen. Und Selina, ich kann nur sagen, da rennst du mit mir, bei mir offene Türen ein, also mir geht es ganz genauso. Also ich wäre, glaube ich, das schlechteste Angestellte der ganzen Welt, weil ich einfach übelst unpünktlich und unfleißig und ja, ich wäre einfach richtig, richtig schlecht, weil ich einfach nur noch das machen will und machen kann, was ich machen will und das, wofür ich brenne. Aber, und das kann ich auch sagen, für viele Menschen ist es halt einfach so, die sind in einer Situation, wo sie mit ihrem Job Geld verdienen und damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Viele haben vielleicht auch noch eine Family und Kinder und haben ein Auto und müssen ein Haus abbezahlen, haben einfach eine fette Ladung an Rechnungen und an Verpflichtungen. Und deswegen fällt es einfach schwer, da rauszugehen. Und was erschwerend hinzukommt, ist, dass es für viele Leute einfach gar nicht so sehr unangenehm ist. Ich sage immer wieder, dass eigentlich, wenn es einem so richtig dreckig geht, so alles geht einem gegen den Strich, der Chef nervt, die Kollegen sind irgendwie ätzend, mit keinem versteht man sich, die Arbeit ist super langweilig. Wenn man in dieser Situation ist, das ist eigentlich viel, viel besser, weil man dann so richtig unzufrieden ist und dann erstmal ins Handeln kommt. Wenn der Leidensdruck so richtig groß geworden ist, dann kommt man nämlich ins Handeln. Und wenn die Situation aber so einigermaßen bequem ist, es ist jetzt nicht, man macht sie nicht kaputt, es ist nicht so anstrengend, es geht schon, es nervt zwar ein bisschen, aber man sitzt da seine Zeit ab, das geht schon klar. Wenn man in so einer Situation ist, dann ist es viel schwieriger ins Handeln zu kommen, weil es ja gar nicht so unangenehm ist. Je größer der Leidensdruck ist, desto schneller kommt man halt auch ins Handeln. Und für viele Leute ist es einfach mal gar nicht so unangenehm. Sie verdienen dann ihr Geld so, den Kollegen, ja, da tratscht man ein bisschen, das ist schon ganz okay irgendwie, dann surft man bei der Arbeit nebenbei ein bisschen auf Facebook und spielt irgendwelche Spielchen und wenn der Chef mal guckt, dann streckt man sich mal wieder ein bisschen an und dann lässt man es aber auch wieder und
wenn man in so einer Situation ist, dann ist es unglaublich schwer, was zu verändern, denn so schlimm ist es ja einfach gar nicht. Und ich glaube, das ist einfach bei vielen Menschen das Problem, dass es ihnen nicht schlecht genug geht. Denn wenn es ihnen noch schlechter gehen würde, dann würden sie langsam ins Handeln kommen und dann würden sie sagen, okay, jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Und das erinnert mich auch an ein sehr, sehr gutes Zitat vom guten Casey Neistat. Er hat sinngemäß gesagt, so die schnellste und die einfachste Möglichkeit herauszufinden, was man in seinem Leben machen will, ist es, sich einen Job zu suchen, den man richtig, richtig scheiße findet. Und wenn man nämlich das geschafft hat, dann kann man sicher sein, dass man von morgens bis abends die ganze Zeit hier oben am Rattern ist, was man denn stattdessen machen kann, wie man aus dieser ätzenden Situation herauskommen kann. Er hat mehrere Jahre, glaube ich, seines Lebens hat er einfach in so einem richtig schäbigen Seafood-Restaurant gearbeitet, wo er dann irgendwelche Töpfe schrubben musste und so. Und das hat ihn so genervt. Und deswegen hat er halt von morgens bis abends darüber nachgegoogelt, was er stattdessen machen kann, was er eigentlich machen will. Und er hat halt gelernt, ja, fleißig zu sein und für sein Ding loszugehen und daran zu klotzen. Und Selina, ich glaube, das ist das Ding. Vielen Menschen geht's halt einfach noch nicht übel genug. Eis-Check, saubere Sache, richtig, richtig gut. Das kommt jetzt nochmal in die Tiefkühler. Darf noch ein Weilchen wieder festfrieren. Ist jetzt ziemlich dünne geworden. Mein Gemüseteil habe ich mir auch gleich schon fertig gemacht. Reste der Soße habe ich hier noch. Und ja, der Kühlschrank sieht ziemlich übersichtlich aus. So kann das auf jeden Fall nicht weitergehen. Morgen wird erstmal eingekauft, ein bisschen was. Und dann geht es am Dienstag zum Meierhofer Markt. Ja, ihr Lieben, ich sage schon mal Tschüss für heute. Ich werde mich jetzt als Videoschneiden setzen und dann bin ich vielleicht so 11:30 fertig und dann werde ich essen und dann gehe ich ins Bett und ich bin auf jeden Fall gut geschlaucht so heute von dem warmen Wetter und ich muss mich erstmal hinsetzen, wo ich heute bin. Von dem warmen Wetter und der Kurs ist ganz schön knackige Nummer, so gerade denke ich so, Alter, wie soll ich das schaffen in den nächsten 2 Wochen? Denn die Videos zu drehen habe ich jetzt schon ein Viertel im Kasten. So, das ist gar nicht mal unbedingt das Größte, aber halt die Dinger dann zu schneiden, alle startklar zu machen, die hochzuladen auf die Plattform und so. Das ist schon ein ganz schöner Hassel. Jetzt 5 Stück habe ich immerhin schon mal jetzt schon. Morgen geht's weiter mit Drehen. Und morgen wird wieder Busy Workday auf jeden Fall. Morgen Abend haben wir was richtig Cooles geplant. Das seht ihr dann morgen, das haben wir schon letztens mal geplant. Das ist so ein bisschen schief gegangen. Das wird auf jeden Fall gut. Und ja, ihr Lieben, ich sag Tschüss. Lasst es euch gut gehen. Bleibt so automatisch, wie ihr seid. Haut mir noch einen Kommentar rein zum Thema des heutigen Videos. Hey, es ist einfach Fext am Abend. Ich habe immer vergessen, worüber ich dann gesprochen habe. Worüber habe ich heute gesprochen? Ach ja, genau, wenn auch von heute auf morgen alles einbrechen würde, so. Was ist eure Meinung dazu? Das interessiert mich jetzt auf jeden Fall mal. Da gibt es bestimmt auch viele Leute, die sagen würden so, oh, das würde mir schon ganz schön den Boden unter den Füßen wegreißen. So, haut mal eure Meinung dazu rein. Darauf bin ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt. Wir sehen uns morgen. Lasst es euch gut gehen. Bis dann.